Hallo, ich bin Bernhard Hohecker und seit letztem Jahr Botschafter des Kinderhilfswerks Terre des Hommes. Und es geht um Corona. Das Coronavirus trifft überall auf der Welt besonders die Ärmsten besonders hart. Und Terre des Hommes hilft in vielen Projekten weltweit den Kindern und ihren Familien. Aber auch hier in Deutschland machen sie das. Das Motto der Zeit ist ja, nach Möglichkeit, zu Hause bleiben. Aber wie macht man das, wenn man kein Zuhause hat? Was machen Jugendliche und junge Erwachsene, die in Deutschland auf der Straße leben? Sie leiden besonders unter der Situation. Hände waschen, Abstand halten bei Nacht, wenn man dann alleine ist. Ist alles nicht so leicht auf der Straße. Und daher fordert Terre des Hommes gemeinsam mit ihrem Projektpartner Momo die Unterbringung von Jugendlichen und Erwachsenen, Obdachlosen, in geschlossenen Hotels oder Jugendherbergen, einfach um sie zu schützen. Wir brauchen einen angepassten Rettungsschirm, auch für diese benachteiligten jungen Menschen, der ihre Versorgung auch in Corona-Zeiten sicherstellt. Bitte tragt einen kleinen Teil dazu bei und unterschreibt die Petition Straßenkinder schützen der Momos. Wir unterstützen damit die wichtige Arbeit von Terre des Hommes für Jugendliche in Deutschland. Vielen Dank und bleibt gesund!